In den Kliniken Aurich-Emden und Norden gibt es aktuell so viele Corona-Patienten wie noch nie. Das haben die Krankenhäuser am Donnerstag mitgeteilt. In den drei Kliniken werden insgesamt 29 Patienten mit Covid-19 behandelt, 4 davon auf der Intensivstation. Vom 3. bis 28. Juni wird wieder der Bliedepark auf dem Marktplatz in Papenburg aufgebaut. Die Veranstaltung ist die Alternative zu den Märkten, die wegen Corona ausfallen müssen. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Schaustellerverein den Bliedepark unter strengen Corona-Auflagen veranstaltet. Die evangelisch-lutherische Kirche in Emden hat alle Gottesdienste am Pfingstwochenende abgesagt. Alternativ soll es digitale Angebote geben. Außerdem werden zum Zeitpunkt der geplanten Gottesdienste die Glocken läuten. Die Stadt Emden hat am Donnerstag eine weitere Corona-Tote gemeldet. Verstorben ist eine 87 Jahre alte Frau, bei der das Virus nachgewiesen wurde. Damit steigt die Anzahl der Corona-Todesfälle in Ostfriesland auf 158. Die ostfriesischen Kommunen haben am Donnerstag 88 Corona-Neuinfektionen gemeldet. 39 davon die Stadt Emden. Laut Verwaltung gibt es 18 neue Corona-Fälle in einem Seniorenheim. Der Inzidenzwert der Hafenstadt ist am Donnerstag sprunghaft von 98,2 auf 160,3 gestiegen. Hier sind die aktuellen Fallzahlen und die Inzidenzwerte für die Region.